Hey Leute, ich zeige euch, wie ihr ein Gamepad, zum Beispiel ein PlayStation 4 Controller oder ein PC Controller mit dem iPhone oder iPad verbinden könnt. Im ersten Schritt schaltet ihr dazu erstmal das Gamepad ein, dann geht ihr in die Einstellung vom iPhone, dort schaltet ihr dann das Bluetooth ein, dann drückt ihr auf dem Gamepad hier in der Mitte die Verbinden-Taste, haltet diese gedrückt, bis das Gamepad dann verbunden ist. Ja, und dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr hier euer iPad oder auch iPhone eben mit dem Gamepad hier entsprechend steuern könnt und hier dann Spiele starten könnt. Ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.